Also Leute, der Release von dem neuen DLC ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und jetzt hat sich auch alles so ein bisschen eingespielt mit den neuen Mods, die wir jetzt haben. Und auch den Buffs und den Nerfs von Waffen und Exos. Und ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und habe mir angeschaut, wie wir denn den meisten Schaden mit den Hunter machen können. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, aber da das halt noch vor Lightfall war, kann man es leider nicht mehr so gut benutzen. Und deswegen mache ich jetzt nochmal ein neues Video für euch. Und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich super freuen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und vielleicht schaffe ich sogar noch dieses Jahr die 5000 Abonnenten. Wir haben jetzt nur Anfang des Jahres. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und lasst sehr gerne noch einen Kommentar für den Algorithmus da. So, fangen wir jetzt erstmal an. Worum geht's? Natürlich geht es wieder um die Sternverschlingerschuppen, unser Exo. Das gibt uns nämlich zwei Vorteile. Einmal können wir mehr Superenergie erhalten, wenn wir Sphären des Lichts aufsammeln. Und da wir ja durchgehend Sphären des Lichts erschaffen, durch das neue Update von den Mods her, werden die ganze Zeit irgendwelche Sphären rumliegen und wir kriegen einfach super schnell unsere Ulti voll. Zweiter Vorteil ist, wenn wir unsere Super voll haben und sammeln vier weitere Sphären auf, überladen wir unsere Ulti damit, dann steht da unten Festmal des Lichts mal 4. Ist unsere Ulti überladen, machen wir vielfach mehr Schaden und wir bekommen auch noch ein Überschild und einen Heilungsschub, wenn wir unsere Ulti aktivieren. Wirklich sehr nice. Und wenn wir uns jetzt mal den Fokus anschauen, habe ich aktuell, was auch das Top-Ding ist, den Akkus-Akrobaten drin, zusammen mit der Sturmsammlung, weil hier haben wir einfach den Vorteil, wenn wir unsere Super in den Gegner reinschmeißen, unsere überladene Super natürlich, können wir nebenbei mit unseren Waffen direkt weiter Schaden machen und hängen nicht durchgehend in der Ulti. Wenn wir bei den Fähigkeiten schauen, habe ich jetzt noch waghalsiges Ausweichen dabei. Wenn ich in der Nähe von Gegnern ausweiche, habe ich super schnell meinen Nahkampf wieder. Dann habe ich noch den Kombo-Schlag drin. Das können wir nämlich dann stacken, wenn wir Nahkampf machen, ausweichen, Nahkampf, ausweichen, Nahkampf, ausweichen. Bis zu dreimal ist das dreimal hochgestackt. Machen wir auf jeden Fall erhöhten Schaden. Und teilweise sind halt auch die dicken Gegner mit den gelben Leisten One-Shot. Das ist halt schon ziemlich nice auf jeden Fall. Dann habe ich auf jeden Fall noch auch noch die Impulsgranate dabei, die ja auch Schaden über Zeit verursacht. Und die ist auf jeden Fall ganz nett, wenn wir die noch auf Gegner oder halt auch auf den Boss, auf den wir Schaden machen wollen, draufhauen. Aspekte habe ich einmal den Flow-Zustand. Wenn wir ein aufgeschrecktes Ziel besiegen, sind wir verstärkt. Während wir verstärkt sind, lädt nicht nur unser Ausweichen schneller wieder auf, sondern unsere Nachladegeschwindigkeit ist auch nochmal erhöht. Das heißt, zum Beispiel Raketenwerfer, können wir noch schneller in einer kürzeren Zeit raushauen, was auch nochmal mehr Schaden bedeutet. Und dann noch tödlicher Sturm. Nachdem wir ausgewichen sind, ist unser nächster Angriff vom Nahkampf her mit einer größeren Reichweite und schreckt der Ziele auf. Und wir wissen ja, was passiert, wenn wir aufgeschreckte Ziele töten. Erstmal werden alle anderen in der Nähe geblendet und zweitens werden wir dadurch verstärkt. Fragmente habe ich jetzt dabei. Funke der Magnitude. Unsere Akkusgranate hält dazu einfach länger, was auch nochmal ein bisschen mehr Damage ist. Dann Funke der Ion. Siege über aufgeschreckte Ziele erzeugt ionische Spuren. Wir haben ja ziemlich oft aufgeschreckte Ziele, deswegen. Und ionische Spuren helfen uns einfach auch nochmal dabei, dass unsere Fähigkeiten schneller wieder aufladen. Dann habe ich noch Funke der Resistenz dabei, wenn wir von Gegnern umgeben sind, vielen Gegnern, sind wir einfach nochmal ein bisschen widerstandsfähiger, was halt nett zum Überleben ist. Und dann habe ich noch Funke des Nachladens dabei. Wenn wir kritisch verwundet sind, das heißt unser Leben oben ist nur noch rot, regeneriert unser Nahkampf und unsere Granate schneller. Bekommen wir also auch schneller unsere Fähigkeiten zurück. So, kommen wir jetzt mal zu den Mods. Fangen wir beim Kopf an. Hier habe ich einmal nochmal harmonischer Siphon. Wenn ich Gegner schnell hintereinander töte, also zwei Gegner schnell hintereinander, erzeuge ich Sphären der Macht. Aber es muss eine Akkuswaffe sein. Denn harmonischer Siphon nimmt immer den Fokus, den wir gerade ausgerüstet haben. Dann habe ich zweimal drin zugepackt. Wir erhalten Bonus-Superenergie durch Nahkampfkills. Ich habe ja schon gesagt, unsere Ulti geht an sich schon super schnell voll. Und wenn wir halt vor dem Boss Schaden Gegner töten müssen, können wir das halt super mit unserem Nahkampf machen. Dadurch, dass die Gegner halt viel geblendet werden, können wir halt auch gut im Nahkampf gehen und wir unseren Schaden durch den Nahkampf hochstecken können, sind selbst auch die Feinde mit dem gelben Balken ziemlich, ziemlich schnell tot. Das hilft uns halt auch nochmal super schnell, unsere Ulti voll zu kriegen. Auf den Arm-Mods
habe ich einmal Einschlaginduktion, Schaden mit einem Nahkampfangriff zu verursachen, was wir oft machen, reduziert die Granatenabklingzeit. Sehr nice. So, dann schwerhändig. Unsere aufgeladenen Nahkampftodesstöße erzeugen Sphären der Macht. Hier haben wir nochmal eine Quelle, wovon wir Sphären der Macht erzeugen. Und wir töten halt fast die ganze Zeit Gegner mit unserer Nahkampffähigkeit. Und dann haben wir hier noch Fokusangriff. Gewährt Klassenfähigkeitsenergie, wenn wir Schaden mit dem Nahkampf machen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, da wir sowieso unser Ausweichen sehr schnell vollkriegen. Aber mir ist es öfters mal passiert, dass sich mein Ausweichen nach einem Kill mit dem Nahkampf irgendwie nicht aufgeladen hat. Und da war ich dann doch sehr froh darüber, dass es sich dann schnell aufgeladen hat. Ansonsten würde ich noch ein zweites Mal Einschlaginduktion mitnehmen. Oberkörper. Haben wir zweimal aufgeladen dabei? Denn normalerweise können wir ja nur 3 Rüstungsstapel mitnehmen. Das ist wichtig. Aber hiermit können wir dann 5 mitnehmen. Und dann habe ich zum Beispiel noch Scharfschützenresistenz für Gegner, die aus der Ferne schießen, dass sie mir nicht so viel Schaden machen. Da kann man aber auch noch, je nachdem, gegen welche Gegner man kämpft, es noch ein bisschen ändern mit Solarwiderstand oder den Nahkampfwiderstand. Auf den Beinen habe ich Stasiswoge dabei und das 3-mal. Der erste gibt 15, dann der zweite gibt nur noch 4%, sind wir bei 19. Und der dritte gibt nur noch 3%, sind wir bei 22%. 22% mehr Schaden, der mit allen anderen Sachen stackt, also auch mit einem Brunnen oder mit einer Bubble, wird vor allen Dingen beim Boss-Schaden sehr gerne mitgenommen. Nachteil daran ist, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, haben wir ja Rüstungsladung. 5 Stück können wir aufnehmen. Dadurch, dass wir diese Mods drin haben, werden es temporäre. Das heißt, die laufen 15 Sekunden ab. Das heißt, die Rüstungsaufladung hält 10 Sekunden und danach ist sie aufgebraucht. So, und auf den Klassengegenstand habe ich 3-mal Zeitausdehnung. Hier ist es auch so, dass wir erstmal ja normalerweise 10 Sekunden pro Rüstungsaufladung haben. Mit einer dieser Mods werden es 15, dann 18 und dann 20 Sekunden. Man kann natürlich jetzt auf die 2 Sekunden zusätzlich pro Rüstungsaufladung verzichten und kann sich zum Beispiel noch andere Sachen reinpacken, wie eine Bomber-Mod. Dass, wenn wir ausweichen, dass unsere Granate schneller wieder da ist. Auf jeden Fall auch sehr nett. Wie man sehen kann, habe ich meine Stats soweit 100 auf Disziplin und 100 auf Belastbarkeit. Einfach, dass wir unsere Granate schnell wieder kriegen und viel aushalten können. Nahkampf und Ausweichen wird ja durch Mods und auch vor allen Dingen durch die Fragmente extrem schnell wieder aufgeladen. Da müssen wir also nicht viel machen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Waffen. In diesem Setup spiele ich auf jeden Fall mit Raketenwerfer. Wenn jetzt einer eurer Teammitglieder noch ein Galahorn dabei hat, und wir noch zusätzlich Rudelgeschosse auf unseren Raketenwerfer haben, ist das auch nochmal zusätzlicher Damage. Aber das Wichtigste ist hierbei, dass wir erstmal einen Selbstladehalter dabei haben, dass wenn wir auf eine andere Waffe wechseln, unser Raketenwerfer automatisch nachgeladen wird. Und das Wichtigste überhaupt, was einfach super funktioniert mit dem Exo zusammen, ist explosives Licht. Das können wir ja bis zu 6-mal stapeln, denn jedes Mal, wenn wir eine Sphäre des Lichts aufnehmen, erhöht sich der Explosionsradius und der Schaden von den Schüssen. Wir müssen auch nicht unbedingt auf dieser Waffe sein, das wird nämlich auch passiv aufgeladen. Und als Exo habe ich jetzt einen Dürresammler dabei, weil man das einmal auf den Gegner selber packen kann oder drunter. Es können halt nicht 2 gleichzeitig auf den Boss den Dürresammler draufpacken, sonst hebt sich das auf. Deswegen, also einer drauf, einer drunter. Aber jetzt hier zum Beispiel gehen wir davon aus, ich bin derjenige, der drauf schießen darf. Ich schieße meinen Dürresammler drauf, habe Schaden über Zeit, schieße ein bisschen mit meiner Pistole zum Beispiel drauf oder auch mit meinem Spurgewehr. Da sollte man dann schauen, dass man Boss-Spezifikationen drauf hat, dass man halt noch mehr Schaden gegen den Boss macht. Und dann gehen wir wieder zurück auf den Raketenwerfer. Also Rotation ist meistens so. Boss-Fight startet, Boss wird gedebufft durch den Brunnen, durch zum Beispiel die Göttlichkeit oder eine Traktorkanone oder ein Pfeil von einem Hunter im zweiten. Dann hauen wir unseren Akkustab drauf. Dann geht's los, wir schießen einmal Dürresammler, wechseln auf den Raketenwerfer. Der ist auch schon aufgeladen, dadurch, dass wir halt explosives Licht 6-mal drauf haben. Wir schießen, ein explosives Licht ist aufgebraucht, wir haben noch 5-mal. Dann ist meistens durch den Cut der Dürresammler wieder aufgeladen. Wir können wieder einen Schuss abgeben. Wir schießen ein bisschen mit unserer zweiten Waffe drauf, bis wir das Geräusch hören, dass unser Raketenwerfer wieder schussbereit ist und so weiter. Deswegen hier Selbstladehalter und Dürresammler sollte auf jeden Fall den Cut haben, weil er dann auch Selbstladehalter hat. Spielt ihr das so runter, haut ihr eigentlich schon den meisten Schaden raus, der irgendwie geht. Und Bosse werden dadurch super schnell runtergehen. Und vor allen Dingen macht es einfach auch super Spaß, hinterher die guten Damage-Zahlen zu sehen. Und an sich für euch noch als kleiner Tipp. Der Akkusakrobat ist dafür einfach super perfekt, ihr könnt es aber auch mit den anderen Ultis spielen. Wie zum Beispiel mit dem Revolverhelden, mit dem Klingenfeuer oder der goldenen Kanone. Meisterschütze, wo wir Präzisionsschaden machen. Das funktioniert damit auch super. Noch dazu können wir strahlend
uns und unseren Verbündeten geben. Ihr könnt auch den Dreifachpfeil bei Leere spielen, macht auch erhöhten Schaden dann. Oder ihr könnt auch in Strand den Fadenläufer benutzen. Mit dem Setup macht die Ulti auch richtig, richtig viel Schaden. Man ist aber halt die ganze Zeit in der Super selbst, also man kann da nicht nebenbei noch mit den Waffen schießen. Das dann erst danach. Ach genau, und hier nochmal das Artefakt für euch. An sich keine großartigen, wichtigen Sachen, die jetzt relevant für das Bild sind. Vielleicht zugelassene Mordsgranaten, dass wir halt weniger Rüstungsenergie dafür verbrauchen oder Rüstungsplätze. Aber so an sich bisschen mehr Support und größtenteils dann für das Bild nicht wirklich relevant. Den Dimlink dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Bild dann kopieren und dann auch in-game abspeichern, wenn ihr wollt. Und das war's von meiner Seite auch aus. Wenn ihr außerdem noch Leute sucht zum Zocken oder einfach mal noch ein paar Tipps oder nach Hilfe fragen wollt, könnt ihr sehr gerne auf meinem Discord joinen. Dort sind wir inzwischen über 150 Leute. Es werden immer mehr, ich freue mich sehr. Und solltet ihr auf der Suche nach einem Clan sein, könnt ihr auch einfach dem Discord mal joinen und mal nett fragen. Ja Leute, dann viel Spaß mit dem Bild. Ich arbeite noch an ein paar anderen Sachen gerade. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.